Also er ist scheinbar super angekommen, hat kaum Eingewöhnungszeit gebraucht. Er ist natürlich von seiner Spielweise bei den ballbesitzverliebten Madrilenen und Spaniern passt er, glaube ich, sensationell gut rein. Und der Aufschlag war toll. Ich glaube, dass das sehr gut zusammenpasst, Toni Kroos und Real Madrid. Ja, er mag vielleicht in der Öffentlichkeit etwas untergegangen sein, gerade bei der Verpflichtung von Rodriguez, der natürlich dann auch als Südamerikaner extrem wichtig ist, auch für Expansions- und Marketingpläne des Vereins. Mhm. Einer der absoluten Superstars auch der WM. Und Toni Kroos mag da vielleicht als Leichtgewicht angekommen sein, aber ich weiß, dass gerade die Fachkreise und auch die spanischen Medien, auch die Fans voll des Lobes waren über die ersten Wochen und er könnte einer der Überraschungen werden und das impliziert ja schon bei einem Verein wie Real Madrid, wenn ein Weltklassespieler wie Toni Kroos da vielleicht eine positive Überraschung ist, was da jedes Jahr los ist.